So, willkommen zu einer neuen Folge von DSA Durchgeblättert. Das ist mal so ein bisschen eine andere Folge. Da es einmal nur kürzer um den Vergleich vom alten zum neuen aventurischen Boten gehen soll. Da hat sich ja mal etwas getan, denn der alte aventurische Bote hat sich ja irgendwie nicht mehr rentiert. Da haben sie, oder schon immer nicht rentiert, ich weiß es nicht, da haben sie keinen Gewinn gemacht, aber eben Arbeitskraft, Schreibkraft, wenn man das so nennen will, drauf verwendet. Und das wollen sie lieber in neue Produkte stecken und da sich ja nicht rentiert hat, das so ein bisschen aufgeben. Aber natürlich soll es ihn noch geben. Deswegen haben sie ihn in ein Zeitungsformat jetzt gepresst. Und das ist umsonst. Man muss nur die Versandkosten zahlen, wenn man den bestellen will. Ich glaube, umsonst jetzt als PDF gibt es den, glaube ich, nicht. Und ansonsten ist es so, dass Inhalte, so kleine Spielhilfen, die es halt in diesem alten aventurischen Boten noch gab, die soll man halt beim, ich glaube, Ulysses E-Book Shop heißt das, für wenig Geld eben noch kaufen können. Und dann kann man sich eben modulartig aussuchen, was man denn da eben jetzt haben will und was nicht. Ja, man merkt schon, ich habe jetzt ausnahmsweise mal die Kamera in der Hand und nicht oben an diese Lampe gemacht. Denn wenn ich den neuen aventurischen Boten aufschlage, dann wird das ein bisschen zu weit oben sein und man wird gar nichts mehr sehen. Und deswegen experimentiere ich jetzt hier so ein bisschen und auch mit dem Licht, aber ich glaube, irgendein Schattenwurf wird nicht zu vermeiden sein. Da entschuldige ich mich schon mal im Vorfeld. Ja, also das war noch der letzte aventurische Bote, den es so gab, den vom alten, also die 172. Ausgabe, Juli, August 2015, hat ja immer 3,90 € gekostet und konnte man ja auch immer noch als ja, PDF sich holen oder als Kombi mit PDF, also PDF und Bote. Und ja, dann gab es eben verschiedene Teile. Ich brauche das jetzt hier nicht lange nochmal wiederholen. Ich habe das ja auch schon mal in einem Video gemacht. Es gab, also es werden halt so Entwicklungen genannt. Hier natürlich in diesem Boten ging es noch ganz groß um DSA 5. Und natürlich gab es dann, wie schon angesprochen, immer verschiedenste Spielhilfen. Hier jetzt eben auch eine kleine Barbaren-Spielhilfe. Einfach nochmal ein bisschen was vorgestellt. Und damit verbunden waren dann halt auch immer, ja, also ich glaube, meistens neue Bilder, wo man sich gefreut hat, dass die dann vielleicht in neuen Publikationen drankommen, ja, vorkommen. Und natürlich gab es auch immer so ein kleines Abenteuer. Da wird jetzt im Prinzip gespoilert. Also, wenn ihr das nicht sehen wollt, dann solltet ihr vielleicht irgendwie ausmachen oder vorspringen oder sowas. Also, Abenteuer wie jetzt hier Troll in Not. Und das erstreckte sich dann auch über die ein oder andere Seite und war auch mal ein neues Bild dabei. Konnte man immer nett mal kurz zwischendurch spielen. Und meistens wurde dann das Abenteuer unterbrochen vom inneraventurischen Teil, der dann in Schwarz-Weiß gehalten war. Da gab es dann sonst immer, also früher gab es immer 8 Seiten und dann haben sie das aber geändert, weil die Leute wollten mehr, haben und dann haben sie 16 Seiten, glaube ich, gemacht und unten steht dann auch immer noch die Ausgabe. Also es ist sozusagen so aufgemacht worden, wie es hätte sein können bei einem echten aventurischen Boten. Und das sind jetzt hier 12 Seiten gewesen. Und na, so, ach, immer noch weiter. Okay. So, und dann ging halt dieses Abenteuer, was vorgestellt wurde, immer noch so ein bisschen weiter. Und hier noch in der Ecke auch noch ein bisschen weiter. Und dann gab es natürlich so ein bisschen Werbung mal hier jetzt. Zauberfeder und Dukaten, also jetzt Geld, was man sich dann irdisch auch kaufen kann. Und ja, dann gab es natürlich immer diese Produktvorschauen. Hier natürlich ganz groß DSA 5. Mit dem Almanach, dem Kalender und so weiter. Und dann gab es auch mal sowas wie Interviews. Hier jetzt natürlich auch wieder alles rund um DSA 5. Und ja, am Ende kam manchmal noch irgendeine Ankündigung. Hier zum Beispiel eben das, was ich jetzt hier gerade auch bespreche. Der neue Bote kommt halt. Ja, und ganz am Ende gab es dann immer noch so Meisterinformationen zu so ein paar Dingen, die
von Artikeln, die halt genannt wurden. Und die letzte Seite, also dann am Ende kam noch so eine Chronologie der Ereignisse nochmal als Liste und ja, hier jetzt diese normale Seite, wo man dann bestellen kann und so weiter. Ja, und hinten nochmal so eine irgend so eine Werbung, die glaube ich auch nicht immer von DSA oder so sein musste. Ja, so, und dann hat sich das alles so ein bisschen geändert. Wenn man das so liegen hat, den neuen aventurischen Boten, das ist jetzt, also man sieht dann halt schon, aha, da oben ist es jetzt inneraventurisch genannt, 1038, aber man weiß jetzt erstmal noch gar nicht, welche Nummer das ist. Das sieht man dann natürlich hier ganz unten wieder. Und da glaube ich mal, dass es ein Fail irgendwie ist, weil Nummer 143 stimmt ja nun nicht. Fexbereine 1033 kann ja irgendwie auch nicht richtig stimmen, wenn hier oben eigentlich 1038 genannt ist. Ja, und wenn man den aufschlägt, dann hat man eben ja, so ein größeres Blatt, eben wie eine Zeitung, ganz normal. Und hier oben scheint so eine Art, ja, so Anfangsspalten zu sein. Ich habe das auch alles noch nicht gelesen, aber dass dann irgendwie so Themen benannt werden, Politik, Regionales, Magietheorie und so wird jetzt hier genannt. Und dann die Form ist halt eigentlich genauso wie in den Artikeln, die dann sonst immer inneraventurisch geschrieben wurden. Ich weiß nicht, auf der ersten Seite ist vielleicht immer ein größerer Artikel wie der jetzt hier. Und am Ende wird dann immer gesagt, inneraventurisch und außeraventurisch, wer das jetzt geschrieben hat. Und wenn man den dann eben aufblättert, dann hat man wirklich so ein großes Zeitungsformat. Und hier unten steht dann eben auch auf der nächsten Seite nochmal in falsch, wie ich meine, was für eine Ausgabe das ist. Und ja, dann haben wir hier halt die verschiedenen Artikel. Und was auch nett ist, hier, das ist jetzt, ich habe das jetzt gerade nicht genau angekündigt, deswegen ja, sei es mir vielleicht nochmal vergeben. Da gibt es dann auch entsprechend dieses Symbol eben, ne, wo man dann sehen kann, aha, da sind jetzt Spoiler nochmal zum Abenteuer und so. So, und dann ist hier so ein einzelnes Blatt, kann man dann, da kann man dann auch noch erkennen, dass es so ein paar Kleinanzeigen dann gibt halt am Rand. Hier jetzt. Das ist auch immer noch ganz lustig zur Auflockerung. Und manche Artikel sind natürlich kürzer als andere, klar, weiß man. Und hier unten steht jetzt lustigerweise diesmal die richtige Nummer mit dem richtigen Jahr, Nummer 173, also die erste neue Nummer. Und die Rückseite ist dann, also da oben sieht man auch nochmal, aha, das ist jetzt Regionales. Und hier an der Seite gibt es dann natürlich noch jetzt das irdische Impressum und Kontaktadressen, Redaktionsadresse und natürlich, wie man den Boten jetzt hier bestellen kann. Und na, ist ja hier so doof zusammengeknautscht, egal. So, und der, ich glaube, aktuelle Bote, Nummer 174. Ich weiß nicht, also da ist jetzt auch wieder eine Meistermaske. Ich werde das auch in die Videobeschreibung vorher nochmal reinschreiben, nicht, dass sich dann irgendwer beschwert. Das wäre ein bisschen doof. Das habe ich nämlich jetzt auch nicht ganz beachtet, dass ja sowas hier drin ist. Und da ist schon Raya 1039. Und was dann eben auch vorkommen kann, das habe ich nämlich hier auch erst gesehen, gestern oder heute, ja, irgendwie gestern Abend oder so. Hier kann dann zwischendurch sozusagen, anstatt dieses normalen Blattes, was jetzt hier nachrichtenmäßig eigentlich drin war noch, ist jetzt hier einfach ein Werbeblatt halt drin, wo es um die ganz neuen Dinge geht halt hier. Ne? Na, kennt ihr ja alle schon, wisst ja bestimmt, was es hier alles Neues geben wird. Ja, und hier sehe ich übrigens gerade das Bestiarium. Das kommt ja offiziell heute raus und ich habe es aber, also was heißt ich, also es ist schon am 19. angekommen und ich bekomme es nämlich dann zu Heiligabend und dann kann ich das sozusagen direkt frisch neu irgendwie ein bisschen nach Weihnachten dann mal hier auch ein Video machen. Vorstellen, mir angucken, wie auch immer. Ja, und alles andere ist hier sonst wie immer.
Aber dieses Mittelblatt ist irgendwie statt normal, ist es irgendwie Werbung dann. Gut, das Bild, das kennt man auch schon. Okay, es ist also auch nicht immer neu. Ja, und dann ist jetzt hier unten diesmal das Impressum und so weiter. Also ja, nicht besonders interessant. Aber diesmal haben sie diese Botennummern halt richtig gemacht. Ja, ich weiß gar nicht, ob man da fazitmäßig irgendwie groß was zu sagen kann. Also ich finde, wenn es für sie ein nötiger Schritt war, dass sie das nun so machen mussten oder machen wollten, dann kann ich mich damit sehr gut arrangieren. Also ich muss auch sagen, ehrlich gesagt, fand ich es immer ein bisschen blöd mit dem aventurischen Boten früher. Das habe ich, glaube ich, in einem anderen Video aber auch schon gesagt, als ich den mal vorgestellt hatte, den alten. Ich finde es, also wenn ich den, ich habe den ja auch mal abonniert und das Doofe fand ich immer war, dass da irgendwelche Sachen dann drin war über Myranor oder so, die ich dann einfach nicht unbedingt brauchte. Und das Abenteuer konnte man dann auch nicht unbedingt spielen, weil man dann ganz andere Sachen gespielt hat. Also der Mehrwert war dann halt nicht unbedingt immer so groß. Hängt natürlich auch davon ab, was man gerade macht und für was man sich interessiert. Der Preis war natürlich jetzt nicht so groß, das war ja kein großes Problem. Aber das Ding war halt einfach, dass sich dann nach einer Weile einfach, keine Ahnung, nach einem Jahr hatte man ja 6 Ausgaben und das war dann einfach immer so ein bisschen fies, sag ich mal, weil du hast einfach ganz viel Material gehabt und ganz viel fragmentierte einzelne Dinge, die dich interessiert haben und die hast du einfach überall verstreut gehabt und nicht systematisiert. Und da ich dann immer so preisgefällige Ordnung haben möchte und wissen will, wo was ist und auch gerne nochmal Zugriff auf wichtige Artikel oder wichtige Spielhilfen, besser gesagt, haben möchte, die aber auch älter waren vielleicht, habe ich dann angefangen wirklich zu systematisieren und dann wirklich, da hätte ich mir vielleicht die PDF einfach bestellen sollen, habe ich Artikel wirklich nochmal kopiert und dann thematisch auch in die entsprechenden Bücher reingelegt oder so oder anders gesammelt in einer kleinen Mappe oder sowas und da hatte ich dann auch schnell keinen Bock mehr drauf und als dann wirklich noch dieser inneraventurische Teil damals zu 16 Seiten statt 8 Seiten geworden ist und Metaplot ist für mich auch nicht so dolle, brauche ich eigentlich nicht so riesig, ja, hatte ich da irgendwie keine große Lust mehr und habe den, wie sagt man, ababonniert, wegabonniert, wie auch immer. Ja, und jetzt finde ich das eigentlich ganz cool, weil man kann sich einfach die Inhalte als PDF holen, auf die man Bock hat. Und wenn man wirklich den Metaplot noch verfolgen will, dann ist es eben aufgetrennt und man kann sich das eben hier bestellen für einen sehr geringen Preis. Ich weiß allerdings nicht genau, wie viel das kostet. Ja, also eine gute Entwicklung finde ich eigentlich und wenn sie jetzt noch Kapazitäten dann letztendlich darauf verwenden, wie sie, ja, also darauf verwenden, dass sie neue Spielhilfen rausbringen, neue Produkte rausbringen, finde ich das umso besser. Und ich meine, es geht ja nun mal jetzt auch um DSA 5 und da wollen ja alle Spieler, die das irgendwie nett finden oder haben wollen, die wollen natürlich möglichst schnell die neuen Sachen haben und da kann es ja eigentlich nur vorteilhaft sein. Ja, gut. Das war das Wort zum Montag, 21.12. Ich freue mich auf Weihnachten, auf die neuen Rollenspielsachen, die ich bekomme und werde versuchen, das möglichst schnell auch vorzustellen. Ob ich das vielleicht sogar wieder hier Freihand mache oder wirklich wieder an die Lampe hänge, das Ding, das weiß ich noch nicht genau, aber ich glaube, es wird eher die Lampe sein. Auf jeden Fall wünsche ich euch erstmal frohe Weihnachten und ja, notfalls auch einen guten neuen Rutsch ins neue Jahr, wie auch immer, aber ich glaube, ich werde es vorher noch mit einem neuen Video schaffen. Ja, gut, dann erstmal bis zum nächsten Video und ja, alles Gute.